Ja, Buddy, was geht ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt. Keine Gnade, keiner bleibt am Leben. Wir zerfetzen die Gegner. Und den Kampfschrei haben sie auf jeden Fall schon mal gehört. Wir sind ein Full-AD-Team. Wir haben das in der Champion Selection besprochen. Vielleicht haben die Gegner so mal ein paar mehr Chancen gegen uns. Obwohl es nicht immer so ist, dass wir gewinnen. Aber in den meisten Fällen ist die Geilo-Family, ist diese Community einfach OP. Ich spiele Nocturne im Jungle. Ich wollte ihn ja spielen. Ich habe es in den letzten oder vorletzten Aufnahmen irgendwie mal erwähnt, dass ich einfach Bock auf diesen Champion habe. Ist jetzt nicht unbedingt ein Facebook-Wunsch. Aber ich denke mal, dem einen oder anderen gefällt das trotzdem. Nocturne ist super, sich aus Bronze, Silber raus zu carryen in Gold. Also er funktioniert auf jeden Fall in jeder Elo, aber gerade in den unteren Elos bringt er viel Verwirrung durch seine Ulti, denn nicht nur, dass er an den gegnerischen Carry ran jumpt, ran sprintet, sondern er sorgt auch dafür, dass 4 Sekunden lang keiner im gegnerischen Team eine vernünftige Vision hat und dadurch verwirrt er extrem, gibt euch ein schönes Zeitfenster zum Damage machen und unterschätzt diesen Champion niemals. Ich werde ihn jetzt mit Devorah bauen, obwohl er auch mit Warrior gut funktioniert. Also ich werde ihn sehr, sehr offensiv bauen. So eine Art One-Shot auf den gegnerischen ADC, der dann Caitlyn, Quinn, irgendwie einen von denen werde ich auf jeden Fall anjumpen. Habe jetzt auch in den Masteries ein bisschen Attack Speed mit drin. So, und jetzt gibt es für mich erstmal den Blue Buff. Außerdem, die Passive von Nocturne sorgt ja dafür, dass er sich auch ein ganz kleines bisschen heilt. Und auch das hilft im Jungle. Mein Gegner im Jungle ist Lee Sin. Eigentlich ganz böse, wenn er mich jetzt im Early invadet, könnte ich ein Problem haben. Vielleicht macht das nicht, vielleicht habe ich Glück. So. Und ich schmeiße mir jetzt auch schon den nächsten Trank ein. Also ihr seht auf jeden Fall, im Early braucht Nocturne noch so ein bisschen Equipment. Später schnetzelt er sich geil durch. Oh, ho, ho. Und... Oh, ho, ho. Diese Minions. So. So, deshalb stelle ich mir mal hier ein Ward. So, bleibt immer ruhig auf eurem Pfad. Dort habe ich jetzt 15 zusätzliches AD. Nächstes Game gerne. Ja, ich habe dich invited, aber leider ist das mein letztes Game, mein Freund. Aber wir werden das auf jeden Fall nochmal nachholen. Einer der ganz, ganz treuen Abonnenten, der schon seit Anfang an irgendwie mit dabei ist. So, ich skille jetzt die W noch nicht hoch, weil ich einfach noch einen Moment im Jungle bleiben will. Will ich das? Oh, shit. Oh, Mann, ich bin... Nee, ne? Ach, was. No. Ich habe sie sogar getroffen. Boah, gut, dass er mich nicht getroffen hat. Das sieht auch böse für mich aus. Wieso hat Talon Execute? Wo ist der denn hingelaufen? Wo ist der denn hingelaufen? Die ist nicht da geblieben. Ach was, das ist ultra frech, ne? Ah! Schnell rausflashen. Huh, das war ein astreiner Bait von ihr. Sie hätte mich sogar anspringen können mit ihrer E. Das Ding ist, da ich jetzt die W noch nicht geskillt habe, hätte mich die Fähigkeit ja auch voll erwischt. So, jetzt habe ich aber meine W. Die W kostet... Oh, sogar 50 Mana. Ich dachte, die kostet vielleicht sogar gar nichts. Na gut, die kostet ein bisschen was. Hier haben wir 60 Mana, hier haben wir 65. Also so wenig ist das gar nicht, was der Noki hier an Mana-Kosten hat. Dafür, dass es so ein krasser Adela eigentlich ist. Danke, Graves. Gut. So, dann gehe ich jetzt erstmal zurück, shoppe jetzt das erste Mal. Ich shoppe mir das Stalker's Blade, ich will die Gegner besser an mich dran halten. Wobei, oh, Skirmisher ist auch geil. Was wird mir denn empfohlen? Eigentlich das andere. Tu, dann holen wir uns das auch. Aber Skirmisher wäre auch nicht schlecht, weil gerade durch eure Q und durch eure E bleibt ja den Gegnern eigentlich dran. Und Blade of the Ruined King gönnt man sich ja später auch. So, dann verbessern wir hier nochmal den Pot. Dadurch habt ihr sowas wie Infinite Sustain, also braucht nie wieder zurückzugehen. Denn jedes Mal, wenn ihr ein großes Monster tötet, bekommt ihr hier wieder einen Stack zurück und das passt schon echt easy. So, und das ist auch erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich jetzt viel jungeln kann, dass ich mir Devorah holen kann, dass wir dann Drake, dass wir
Oh, schön. Dass wir uns Drake holen, dass wir uns den Rift Herald im besten Fall holen. So, und immer wieder einfach. Ihr könnt euch immer einen Trank gönnen. Jetzt habe ich 4 Stacks, pass auf. Bam, jetzt habe ich 5. Das heißt, wirklich schon im Camp einfach mal so einen Stack gönnen. Ich musste erstmal den Ward clearen, ganz kurz. Also sie wusste ja, dass ich da bin. Okay, vielleicht habe ich sie. Ach, please. Please. So, da war ein Ward. Den wollte ich erstmal wegnehmen. Obwohl ich vielleicht einfach auch direkt durchrauschen könnte. Ja, da war vielleicht ein bisschen fail kommuniziert. Entweder er hätte ein bisschen gewartet oder ich wäre natürlich auch direkt mit reingegangen. Also beides hätte funktioniert wahrscheinlich. Leider ist er aber so gestorben. So, ich habe sie auch nicht bekommen, ey. Da hat ein Auto-Attack gerade gefehlt. So, immer wieder hier. Die Tränke könnt ihr euch easy gönnen. Wenn ihr nicht volle Leben habt, einfach gönnen. Wow. Wow. Jetzt ist Quinn so dreckig am Roam. Was hat sie denn inzwischen? 2-0. Sie hat ein BF-Schwert hat sie sich gegönnt. Das macht es definitiv eklig. Und sie kann super schnell roamen. Das ist der... Ah, guck dir das an. Alter, wie schnell die roamt, ne? Oh. Oh, die Frage ist jetzt, kann Talon da noch was machen? Nee, kann er nicht. Wow, die nehmen uns gerade richtig schön Maß, weil die Quinn einfach genau richtig, die macht das genau richtig. Sie spielt in der Mitte, dadurch hat sie viel Potenzial zu roamen und in dem Moment, wo sie natürlich auch so ein Potenzial hat, nutzt sie das dadurch, dass sie ab ihrer Ulti sich natürlich auch immer wieder verwandeln kann. So, das heißt, ich konnte mir jetzt Devourer noch nicht leisten. Das wird also ein bisschen ein späterer Devourer, aber ich will es auf jeden Fall bauen, denn ich werde auch später Quinn... Ja, guck mal, sie macht das jedes Mal richtig. Du hättest deine Ulti gebraucht, Junge! Wow, mit Ulti hätte er sie gehabt, aber nicht so. So nicht. Hätte er sie nicht anspringen müssen. Okay, jetzt habe ich meine Ulti. Na, ich habe meine Ulti. Ich würde es gerne vers... Schöner Morgana-Skin. Ist das Victorious Mo... Oh, nee. Quinn ist noch da. Oh Gott. Die war auch noch da. Puh. Oh. So nice. Krieg ich da wenig? Komm, die haben wir. Die haben wir jetzt alle, oder? Komm. Oh yeah, buddy. Oh yeah. Oh yeah. Und damit habe ich jetzt sogar meinen kleinen Devourer und kann jetzt anfangen, Richtung Sated Devourer zu stacken. Ist es richtig oder erzähle ich hier Quatsch? Nee, ist es richtig. Nice, 7-7, wir sind zurückgekommen. Nice Buddies, Fiora war zwar nicht da, aber 7-7 ist schon mal ein gutes Zeichen, gibt auf jeden Fall Motivation jetzt hier fürs ganze Team. So, und Vision Ward gibt es für mich noch, Level 9 ist noch nicht drin. So, das heißt, Red Buff, also ich gehe jetzt hier erstmal die obere Seite des Jungles ab und dann gehe ich in Richtung, Drake. 5 Stacks. Vielleicht kann ich mit Rengar sogar den Rift Herald knallen. Dann wäre ich sogar richtig gut in der Zeit.
Oh, guckt euch das an. Jetzt ist es auch sexy. Gerade mit der passiven. Oh, ich komme. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Bleib nur am Leben, Junge. Okay, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da! Wupp! Wupp, Alter! Komm, jetzt schnell den Rift hier halt. Wobei es wird schwierig. Rengar ist sehr, sehr schwach. Na, alleine kann ich den leider nicht machen. Ja, er hat recht. Er hat recht, dass es vielleicht keinen Sinn macht. So, Krabbe bringt aber immer 2 Stacks. Ist auch ganz schön. So, einen Trank kann ich mir schön gönnen. Ich habe jetzt 4 Stacks. Bei Minute 11:20. Das ist nicht ganz so schnell, aber ich habe es ja am Anfang gesagt. Dadurch, dass ich ein bisschen schneller auch zurück musste. Weil die Quinn ihren Job... Oh, shit. Ja, die ist echt fett. Die ist echt fett. In der Botlane. Mit Hilfe gebraucht. Hey, was haben die... Hey, was haben die denn beide für Skins? Das ist nicht diese Victorious. Das ist irgendwas... Das ist irgendwas Neues. Oh shit. Was? Was? Warte mal. Ach nee, Janna hatte... Wow. Und... Oh, das Schild war perfekt. Krass. Es ging zu... Nein. Quinn. Alter. Talon. Sobald Quinn SS ist, brauchen wir auch die Info. So, hier für ein bisschen mehr Sustain. Genau, und soll er immer weiter so machen, dann passt es schon. Wo hat das denn jetzt hier gemacht? Rengar. Hier, 11:27. Und 12, 30 Sekunden, ja, kann sein. Boah, 12:9. Alter, wie steht unser Talon jetzt? 1:5. So, Drake ist immer das Beste, um schnell an Devora ranzukommen. Oh, Quinn ist schon auf dem Weg, richtig? Na komm, die habt ihr. Ey, sie wurde geslowt. Die habt ihr, oder? Klar habt ihr die. Nice, good job. Okay. Junge, wie mutig sie ist, ne? Geht jetzt schon in 3 rein. Oh. Oh nein, der Tower ist weg. Ah, der Tower ist weg. Das ist für uns echt böse. So, hier haben sie wenigstens keinen Ward. Oh Mann. Die werden hier trotzdem noch zu dritt rumhausieren. Vielleicht können wir uns die jetzt packen. Alter, die Quinn ist Level 10. Oh. Nice! Good job! Junge, gegen 3 Assassins kann sie auch nichts machen. Jetzt brauche ich schnell hier. Und den Rift Herald, komm. Er muss sein Äuglein öffnen hier, der Kleine. Jetzt. Bomb. Nice. Und schon habe ich meine 20 Stacks, alter Verwalter. Nice. Ging doch noch relativ gut, also gut zurückgekommen.
Und die Botlane knallt auch. Also auf jeden Fall Full AD. Ich habe gesagt, vielleicht wird es ein bisschen spannender. Wird es definitiv. Aber wenn wir mal gucken, die Gegner haben bis auf Morgana im Grunde auch ein Full AD-Team. So, Bilgewater ready. Dann baue ich noch den Recurve Bow und dann Blade of the Ruined King. Ja. Die Frage ist bei den Schuhen. Ja, da werde ich mich später noch drum kümmern. Eventuell die Attack Speed Schuhe. Nee. Nee, also ich glaube dann eher die Tenacity Schuhe. Also die Mercurys. Janna, ich bin gleich da. Janna. Na, wie. Ja. Du bist schön greedy geworden, Junge. Yes! Habt ihr die Power gesehen? Habt ihr die Power gesehen? Oh yeah, buddy. Oh yeah, Alter. Jetzt kann ich sie wegfetzen. Jetzt kann ich sie so langsam wegfetzen. 5-1. Und das ist es mit Sicherheit noch nicht gewesen. Oha, die wissen hier gar nichts. Oh yes! Hier ist was zu holen. Oh oh. Oh oh. Ah, ich bin alleine gelassen. Ja, diven dürfen sie nicht. Yes! Junge, bevor ihre Ulti durchkanalisiert ist, schnell zerfetzt. Alter, aber die Fiora, die muss irgendwie aufgehalten werden. Alter, krass, jetzt kriege ich es doch noch in vor Minute 20 Devorah zu haben. Hätte ich nicht gedacht. 27, 6, 28, 29, 30. Das heißt, wenn ich jetzt alle Camps einmal durchgehe, die restlichen, die über sind, dann habe ich meine 30 Stacks. Und dann habe ich auch mein Blade of the Ruined King. Yes! Und Graves hat Fiora. Das wird ja immer besser, Baby. Huu! Good job. Keine Gnade. Und das letzte Camp. Ich habe mein Sated Devourer und ich habe mein Blade of the Ruined King. Zack. So, Quinn ist immer noch am Rocken mit ihren 9-3, aber sie bleibt einfach mega squishy. Ja, und von daher werden wir sie auch noch gleich knallen. Warte mal, die Gegner sind jetzt mehr so in Richtung Full AD. Ich hätte mir jetzt gerne Mercurys gebaut wegen den 20% Tenacity, aber das werde ich jetzt mal lassen. Ich könnte mir Attack Speed bauen. Das, was hier empfohlen wird, finde ich alles nicht schlecht. Ich finde den Black Cleaver ganz cool. Cool sind aber doppelte On-Hit-Effekte. Durch Sated Devourer nehmt ihr hier ganz geil mit. Ja, komm, ich baue erstmal offensiv. Ihr wisst, offensiv macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und ich denke, ihr feiert es auf, wenn man eigentlich einen Kill nach dem anderen holt. Wenn man die Gegner richtig schön zerfetzt. Die One-Hittet mich einfach. Ja, besonders wenn sie crittet sowieso. Alter, was für geile Skins. Was ist das? Das ist der neue Luna Revel oder so? Ich habe meine Ulti nicht. Oh ja, und deshalb wäre eigentlich der Black Cleaver perfekt. Ja, den hole ich mir jetzt. 20% Cooldown Reduction. Ey, die nehme ich super gerne mit. Ja, Junge, no chance, Alter, da bin ich jetzt drin.
Puh, jetzt bin ich aber richtig mutig. Das hat sie nicht überlebt. Oh mein Gott, das hat sie nicht so close überlebt. Sie lebt immer noch. Sie lebt immer noch. Und wo ist sie lang? Hier. Aber richtig gefokust wenigstens. So hatte sie nicht die Gelegenheit, irgendwie ihren Schaden woanders drauf zu knallen. Hätte ich sie noch smiten können? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ja meinen Smite auf sie verwendet, ne? Das wäre jetzt schon der zweite Smite hier. Oh nee, Baby. Oh nee, nicht diesmal, Alter. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Auf einmal sind sie alle vier da mit vollem Leben. Und Rengar wird getroffen. Von dem Dark Binding. So. Deshalb wird auch Yumus empfohlen. Aber 20% Cooldown Reduction, die lasse ich mir ungern entgehen. Dann baue ich sogar so, dass ich hier schon mal 10% Cooldown Reduction habe. Am Ende habe ich 20. Und Hauptsache, man hat die Ulti einfach ein bisschen häufiger. Komm, ich gönne mir jetzt mal diese Schuhe. Finde ich gar nicht schlecht. Also gegen die AD-Kombination von denen wäre Ninja-Tabi nicht schlecht. Mehr Attack-Speed wäre natürlich offensiver. Aber einfach die Ulti häufiger zu haben. 100 Sekunden Abklingzeit, das ist immer noch lang. So, aber jetzt heißt es nur noch 15 Sekunden. Die Gegner haben aber leider den nächsten Drake. Ey, wie close diese Quinn aber auch immer davon kommt. Oh, die habt ihr. Den habt ihr. Kommt der weg? So, hier ist Quinny. Also solo kann ich die knallen. Oh, was macht's jetzt? Und du bist auch tot, Baby. Yeah, I'm your worst nightmare. Ist zwar nicht der Spruch von Nocturne, aber es passt hier perfekt. Junge, das ist so ein Champion, der klickt auf einen Gegner. Also ein perfekter Champion, wenn man nur einen rausfokussen muss. Ist einer bei den Gegnern dick, könnt ihr den mit Nocturne perfekt rausfokussen. Ja, und ihr habt es gerade gesehen. Wenn ihr dann Glück habt und den sogar noch direkt wegnimmt, wenigstens kriegt Powerwood die Kills. Warum, wie sieht's sonst aus? 1, 3, 4, 8, ja. Oh ja. Ja, das Problem ist, jetzt sind sie gleich alle wieder da. Guck mal, wer schon kommt. Oh. 40 Sekunden wieder für die Ulti. Ja, es war gefährlich von Rengar auf jeden Fall nochmal so reinzuspringen. So, Fiora, du bist tot. Nein, töte ihn nicht. Alter! Alter! Ey, was geht denn bei der? Puh! Sorry! Alter! Komm schon! Yes! Komm wieder raus! Nee, aber Rengar ist da. Yeah, und gegen so ein ADC hat er leichtes Spiel. Und auch hier, komm. Oh, oh, Graves, du musst irgendwie wegkommen. Ja, ja! Und jetzt? Kann er springen? Kann er nicht. Ihm fehlt die Vision. Und diven will er nicht.
Oha, ganz geil. Die beiden haben zusammen auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden gemacht. So, wie pervers ist das jetzt hier? 30% Cooldown Reduction, die Ulti unter 90 Sekunden. Also man kann sagen, alle 1,5 Minuten habe ich jetzt die Ulti. Und jetzt fängt es an, richtig geil zu brennen. Also tatsächlich könnte ich mir jetzt eine Ravenous Hydra, auch eine Titanic Hydra ist super geil, wenn ihr Nocturne ein bisschen damage-lastiger spielt. Aber ich zeige euch mal was anderes, was hier tatsächlich gar nicht drin steht. Was ich aber auch super finde, einfach Static Sheath. Gerade wenn ihr euch schnell bewegt mit eurer Ulti, wenn ihr eine große Distanz zurücklegt, dann lädt sich hier zum Beispiel jetzt Kirshays Shard. Also es lädt sich auf jeden Fall alles auf. Und ihr seid auch schneller, habt zusätzlichen Movement Speed, also eigentlich perfekt. Das war close. Das war close. Alles abgefeuert, hat sich gelohnt. So, ich brauche aber auch gar nicht zurück, oder? Ich habe ja hier so ein bisschen Lifesteal, kann mich ein bisschen an den Camps regenerieren. Und was wir tatsächlich noch nicht haben, ist hier der erste Tower. Der Outer Turret in der Toplane, der steht noch. Und wir sind sogar hier schon bis zum Inner Turret eingerissen worden. Ja, guckt euch das mal an. Durch den Lifesteal richtig schön regeneriert inzwischen. So, den nehmen wir doch. Dann machen wir jetzt hier einen schönen Split-Push-Noki draus. Da kann ich leider nichts machen. Ups. Die Fähigkeit blockt keine Towerschüsse. Dass das schon mal klargestellt ist. So, Quinn. Wo ist die Maus? Boah, da ist sie schon. Puh, schön abgehauen. So, erstmal ein Red Buff wird mir bei jedem Duell helfen. Ah, der Drake. Zum Glück haben wir einen. Hier ist sie. Oh, shit. So. Quinn hat wieder überlebt. Ey, die ist echt der MVP im gegnerischen Team. Ach was. Ach was, zieh dir rein, die Führer pusht. Ach was. Hallo Leute. Hallo. Wow. Die Fiora macht das ganz gut. Die ist in den Teamfights nicht dabei. Aber die könnte gleich unseren Init knallen. So, ich hoffe jetzt, dass Kim nicht vorbeikommt. Doch, der ist schon. Nice. Diese Nocturne Power. Okay. Und jetzt habe ich Fat as fuck. Genau das bin ich hier. So. Static Sheath ist ready. Dann. Oh, ich habe jetzt geiles Equipment. Jetzt muss ich hier schon verkaufen. Das finde ich auch geil. Oder?
Irgendwas mit BF-Schwert. Komm, wir holen uns jetzt einfach mal ein Infinity Edge. Ich habe hier ja auch 30% Critical Strike Chance. Wie viel kriege ich jetzt hier nochmal? 20, dann 50% Critical Strike Chance. Das ist schon mega. Jeder zweite Auto-Attack. Zusätzlich mit Sated Devourer habe ich ja diese zusätzlichen On-Hit-Effekte noch. So, die Ulti habe ich. Hat jetzt auch eine ganz anständige Range auf jeden Fall. Ja. Ich könnte mir auch einen Blutdürster holen, aber ich denke einfach mit den zusätzlichen Crits ist das einfach noch ein bisschen stärker. Yeah. So, sie können jetzt surrendern. 31 Minuten in the game, wir dominieren. Keine Gnade, keiner darf am Leben bleiben. Zwar nicht das geile Family-Motto, aber es passt. Mich motiviert's gerade. Oh ja, und jetzt habe ich alle 70 Sekunden die Ulti. Das ist nice. Halbe Minute. Kann ich wieder. Ja, nice. Na? Will hier keiner deffen? Schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon. Ich habe genug Attack Speed. Siehst du rein. Oha. Keiner interessiert sich für mich. Yeah! Bumm! Juhu! Haben wir drei Inhibs? Ne, zwei. Aber den dritten können wir uns jetzt holen. Ne, also wir haben, jetzt haben wir zwei und jetzt holen wir uns den dritten. Junge, Dead Attack Speed. Dead Attack Speed. Das geht einfach nur mit drei Attack Speed Items. 2,07. Ich habe meinen Support bekommen, weil ich sie angesmiced habe. Flash Smite, das war das Ziel. Yeah. So, Leute, es war ein wunderbares Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Stats am Ende sind echt positiv. Und es hat mir auch echt Spaß gemacht, Nocturne zu spielen. Und er ist wirklich gerade im Lower Elo, wenn man ihn so ein bisschen kann, ist er ganz, ganz, ganz gefährlich. Weil er einfach jemanden anspringt, der es erstmal auch nicht erwartet so im ersten Moment. Und außerdem hat das gegnerische Team auch keine Vision. Also es bringt super, super viel, es bringt mega viel Verwirrung. Und euer Team hat dann so ein Zeitfenster von im besten Fall wirklich diese 4 Sekunden, wenn es gut positioniert ist, wo es einfach erstmal den Teamfight für sich entscheiden kann. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.